So don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy, but still I'm right here. Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Paris Saint-Germain Karrieremodus. Ja Leute, die letzte Folge, die ist jetzt knapp 7 Stunden online und hat, warte mal, ich gucke jetzt mal gerade nach auf der YouTube Studio App, ja gerade mal 807 Likes, also ganz ehrlich, da gibt's natürlich kein Dankeschön von mir. Kleiner Spaß natürlich nur am Rande, also mega fettes Dankeschön für den absolut kranken Support auf der letzten Folge, also ich glaube viele, sehr viele von euch, so ein paar auf jeden Fall, wollen doch eine zweite Saison sehen des Paris Saint-Germain Karrieremodus und darauf habe ich auf jeden Fall Bock und dementsprechend wird es auf jeden Fall eine zweite Saison geben mit den Parisern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr weiterhin aktiv am Start bleibt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr weiterhin aktiv den Daumen am Smashen seid. Danke an der Stelle auf jeden Fall nochmal an 10.000 Abos. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge nicht erwähnt oder nur so am Rand erwähnt. Also auf jeden Fall mega fettes Dankeschön auch nochmal an 10.000 Abos. Und wir kommen auf jeden Fall zur Strawpoll-Umfrage der letzten Folge. Also da war es auf jeden Fall ziemlich eindeutig. Irgendwie was mit 150 Stimmen für Buffal und 50 für Ben Arfa. Das sind doch deutlich mehr Stimmen für den Marokkaner. Five-Star-Skiller, dessen Team of the Season-Karte, wie ich es mitbekommen habe, auch als ja, marokkanischer Neymar bezeichnet wird. Also generell wird er als marokkanischer Neymar bezeichnet und seine Team of the Season-Karte soll irgendwie ziemlich ähnlich sein wie die erste Neymar-Inform-Karte. Was auf jeden Fall krass ist, hat Five-Star-Skills, mega viel Potenzial nach oben, 15 Millionen und Stambouli gehen an Lille. Dafür bekommen wir vielleicht eines der krassesten Talente der Liga. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Auch noch einer der Top-Kommentare war nämlich, dass ich mir Paulo Dybala doch holen soll. Absolut mega geiles Talent von Juventus Turin, 22 Jahre alt und ich weiß leider nicht, wie viel ich für ihn bieten soll, was natürlich so ein bisschen vom Nachteil ist, aber wir haben ja eigentlich das Geld und übrigens viele Leute, was ich auch ziemlich geil fand, fanden es gar nicht so schlimm, dass ich die Finanzspritze genutzt habe, sondern ich glaube, da war schon so ein bisschen das Lob zu hören, dass es sogar realistisch sei, das Ganze eben mit Paris zu machen, weil ja sowieso der Scheich da das Money ordentlich am reinschmeißen ist in den Verein und deswegen eben so eine Finanzspritze doch, ich denke mal, ganz hilfreich war und dazu eben auch noch von vielen Leuten alles andere als schlecht angesehen wurde. Ich biete einfach mal so als Schätzwert 25 Millionen für das argentinische Top-Talent für den vielleicht nächsten Lionel Messi. So, wir haben eine Nachricht bekommen und die ist von Juventus Turin. 35 Millionen akzeptiert für Paulo Dybala. Jetzt ist die Frage, wir müssen dem wirklich viel Gehalt reinpumpen, dass er das Ganze jetzt wirklich in der nächsten Stunde annimmt. Wichtiger Stammspieler, 5-Jahres-Vertrag, 150.000 Euro wöchentliches Gehalt. Ich gebe ihm sogar nochmal 4 Jahre, damit er wirklich hundertprozentig zufrieden ist. Bitte, Dybala, nimm das Angebot so schnell wie möglich an. Das wäre vom absoluten Vorteil. Wir haben 2 Nachrichten. Bitte sag, eine davon ist von Paulo Dybala. Das gibt's nicht, Leute. Wir haben einmal das Angebot wieder mal von Tottenham bekommen, die weiterhin einfach 33 Millionen bieten für Javier Pastore. Das lehnen wir jetzt auch mal eiskalt ab. Und eine Laie für unser Linksflügeltalent von Startrennen, was jetzt eh nicht gehen würde, weil, ja, ich glaube, das würde nicht mehr gehen, weil wir doch jetzt in der letzten Stunde sind. Obwohl, wir können das Ganze mal annehmen und schauen, ob das funktioniert. Jawohl, es funktioniert. Aber leider wird's nichts in der Wintertransferphase mit dem Wechsel von Dybala zu Paris Saint-Germain. Neymar bisher, muss man sagen, noch nicht wirklich bei PSG angekommen, aber das Ganze könnte sich ja ab dem heutigen Spiel gegen den FC Lorient ändern. Bale, muss man sagen, hat auf jeden Fall bisher ein paar sehr starke Spiele gemacht. Ibrahimovic ja weiterhin absoluter Leistungsträger da vorne im Sturm. Neben Lacazette, der aber auf jeden Fall auch schon seine ersten Eindrücke hinterlassen hat. Ibrahimovic mit dem 1:0, also der bleibt weiterhin eigentlich unser absoluter Top-Stürmer vorne. Pastore wird jetzt auch noch von Neymar eingewechselt, also der scheint wirklich ein großes Problem momentan zu haben mit der französischen Liga. Ich hoffe, dass ich das Ganze, wenn ich ihn selber mal steuere, so ein bisschen bereinigen kann. Pogba noch mit dem 2:0, damit weitere 3 Punkte für die Liga. So, das nächste Spiel ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Spiel. Es geht ran zu Gast gegen Olympique Marseille mit folgender Aufstellung in der 4-3-3. Offensivformation mit dem Zehner, nämlich Paul Pogba, vorne Neymar, Lacazette und Bale anstelle von David Luiz in der Viererkette. Rafael Varane daneben, auf jeden Fall Thiago Silva und ich würde sagen, wie ein reines Spiel. Für Olympique Marseille gibt es natürlich nicht so viel zu gewinnen, außer 3 Punkte, wenn sie das Ganze schaffen sollten. Der Abstand wäre damit aber weiterhin bei 18 Punkten auf den Tabellendritten. Das ist auf jeden Fall eine absolute Hausnummer, muss man sagen. Wenn euch die heutige Folge des Paris Saint-Germain Karrieremodus gefällt, kann ich nur sagen, smasht auf jeden Fall den Like-Button, 200 Likes als Ziel. Ich würde mal sagen, das könnt ihr auf jeden Fall packen. Wir gehen rein ins Spiel und sehen uns gleich wieder. Neymar Junior, der absolute Top-Neuzugang der Wintertransferphase, bisher nicht mal mit einem einzigen Scorerpunkt, weder Vorlage noch Tor
ist ihm bisher gelungen hier in Frankreich. Mal schauen, ob das Ganze heute im Stadion von Olympique Marseille heute zu Gast für unsere Pariser Mannschaft vielleicht anders laufen könnte. Gegen den Tabellendritten, der 21 Punkte hinter uns ist. Also das ist auf jeden Fall eine absolute Hausmarke. 22 Siege und gerade mal 2 Unentschieden. Keine Niederlage. Hier sehen wir die Mannschaft von Olympique Marseille. Das Ganze in der 4-4-2-Formation. Ich denke mal, wir sollten vor allem auf Michy Batshuayi aufpassen. In echt Marseille alles andere als stark gespielt diese Saison. Hat vor allem eben auf einen Batshuayi bauen müssen, der die da schon, ja, ich würde mal sagen, vom Abstieg ferngehalten hat. Durch seine vielen Saisontore, ich würde sagen, wir gehen ran ins Spiel. Das Ganze in der Formation. Ich weiß nicht, ob sich Pogba mal als Zehner bewähren kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Gehen ins Spiel rein und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene. Wer kann sich übrigens noch an JJJ erinnern? DJ, die absolute Legende damals von Olympique Marseille, von einem Karrieremodus-Stream. Wer auf jeden Fall den Stream noch so ein bisschen in Erinnerung hat, gerne mal unten in den Chat schreiben, beziehungsweise, ach, ich bin hier noch voll im Twitch-Modus drin, weil ich gerade noch beim Stream von Jens war, beziehungsweise unten in die Kommentare schreiben. Und da gibt es die rote Karte. Was ist das bitte für ein Anfang? Lassana Diarra mit einer glatt roten Karte für das Foul. Gegen Serge Aurier müsste es gewesen sein. Was ist das bitte für ein Anfang? 2-3 Minuten im Spiel drin. Nee, es war Matuidi, den Diarra da umgehauen hat. Den Kapitän unserer Mannschaft. Absolute Blutgrätsche von hinten. Hat nichts mit dem Ball zu tun. Und dementsprechend zu Recht in der Situation auch die rote Karte für Diarra. So, Neymar jetzt auf der linken Seite gegen DJ, gegen die Stream-Legende. Ball in die Mitte. Pogba, und das ist ein richtig guter Ball. Und da hat Neymar Junior endlich seinen ersten Scorerpunkt. Mit der Vorarbeit für Paul Pogba, der eigentlich dafür bei uns bisher zuständig war, die Vorlagen zu geben. Neymar setzt sich hier sehr stark durch im Laufduell gegen JJJ. Die Vorlage in die Mitte für Pogba ist gut und der Abschluss ist dann noch besser. Weltklasse aus dem Winkel. Mandanda sieht da sehr schlecht aus, denn das ist eigentlich der Pfosten, den er ja sehr gedeckt halten müsste. Damit gehen wir 1-0 in Führung. Die mitgereisten Pariser Fans freuen sich auf jeden Fall über die Führung in der 18. Minute durch Paul Pogba. Da ist Pogba, daneben läuft Verratti, Abschluss 2-0. Marco Verratti zeigt mal wieder seine Klasse und das gleiche gilt auch mal wieder für Paul Pogba, der erst das 1-0 selber macht und das 2-0 sehr schön vorbereitet. Wir sehen es hier, wartet perfekt ab, legt den Ball durch und Marco Verratti mit einem sehr trockenen Abschluss der Italiener, das absolut geniale Mittelfeld, schlägt zu 2-0. So, Ibrahimovic, oben ist der absolut geniale Raum frei für Buffal und der macht doch jetzt endlich mal ein Tor. Das hat, glaube ich, 5 oder 6 Großchancen gebraucht, bis Buffal oder irgendeiner jetzt mal endlich das Tor trifft. Die Vorlage von Ibrahimovic ist einfach absolut genial und Sofian Buffal in seinem ersten Spiel, was er jetzt mal spielt als Rotationsspieler mit dem ersten Tor, Ibrahimovic mit dem genialen Pass. Ich hätte ihn auch noch querlegen können, aber Buffal, da gönnt man einem Spieler natürlich auch das erste Tor hier im Trikot von Paris Saint-Germain. Übrigens mal meine Frage an euch, sollen wir Sofian Buffal trainieren? Das würde natürlich seine physischen Stats so ein bisschen beeinträchtigen. Aber das könnt ihr mir mal auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Sollen wir ihn trainieren? Ja oder nein? Buffal hätte in, ich weiß nicht, 5 Minuten, die er jetzt gefühlt gespielt hat, mehr geschafft als Neymar und Bale zusammen. Aber leider gönnt ihm das Ganze alle Mannschaft nach Ibrahimovic nicht. Der hätte auch innerhalb von den, ja, knapp 5 Minuten, die er gespielt hat, ein Tor und eine Vorlage, ja, bekommen. Aber, ja, den Ball kann man schon mal versemmeln. Trotzdem ein 3-0 gegen Olympique Marseille. Paul Pogba, der absolute Man of the Match mit Tor und Vorlage. 3-0 Sieg. Auf jeden Fall eine sehr große Machtdemonstration heute. So, Ibra kann sich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen austoben. Hoffentlich mit ein paar mehr Toren als jetzt, ja, gerade eben im Spiel gegen Marseille, gegen Le Havre. Ich glaube, das ist ein Verein, von dem unter anderem auch Kanté oder Mahrez kam. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall einer von den beiden kam von diesem Verein. Ibrahimovic mit dem 2-1. Sie überspringen das Ganze jetzt auch einfach mal und die verschießen auch noch einen Elfmeter. Was ist denn hier bitte momentan mit unserer Mannschaft los? 4-1 Sieg. Buffal, Ibrahimovic und David Luiz, die Torschützen. Buffal, der macht auf jeden Fall bisher einen sehr starken Eindruck. Das Spiel gegen Lille werden wir natürlich simulieren. Heim gegen den Tabellenfünften sollte doch eigentlich ein ganz leichtes Spiel für uns werden. Kleiner Spaß natürlich noch am Rande, also ich habe meine Worte natürlich nicht vergessen. Wir werden mehr Spiele spielen und dazu gehört eben auch dieses Spiel gegen den Tabellenfünften der Ligue 1. Aber das Ganze mit 2 Änderungen und zwar einmal wieder mit dem, ja, etwas defensiv gestalteteren 4-3-3 oder etwas engerem 4-3-3. Das Ganze
unter anderem auch wieder mal mit Areola im Tor von Anfang an anstelle von Kevin Trapp. Also das die zwei, ich nenne es jetzt mal kleineren Änderungen für dieses Spiel gegen Lille. Und ich würde sagen, wir gehen rein und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Lacazette mit dem Ballgewinn. Unten müsste irgendwo ein freier Spieler stehen. Da ist Bale. Gareth Bale von dem Winkel aus macht er den Ball rein. Da kann Enyama nichts machen. Ich glaube, Enyama war der Keeper von Lille. Und Bale trifft heute auch. Also das ist auf jeden Fall bisher eine sehr starke Folge für unsere drei da vorne. Die neuen drei, ich würde sie jetzt mal die neuen drei nennen mit Lacazette, Bale und Neymar. Alle haben auf jeden Fall heute getroffen und auch Pogba, der heute sehr stark gespielt hat. Bale aus dem Winkel zu treffen, das ist natürlich auch mal wieder ein Zeichen für seine absolute Weltklasse in der 6. Minute mit dem 1:0. Jetzt mal Bale über die rechte Seite, das scheint heute wirklich sein Spiel zu sein. Gareth Bale gegen alle und der Abschluss geht ins Tor. Leute, was war das bitte? Habt ihr diesen Run gesehen? Versprecher, Verbrecher natürlich nicht vergessen. Habt ihr den Versprecher gehört? Habt ihr den Run gesehen? Das ist nochmal viel wichtiger. Gareth Bale, was war das gerade bitte für ein Run? Von der Eckfahne bis zum anderen Ende der Strafraumgrenze. Und dann der absolut geniale Abschluss. Was war das bitte? Ach du Heilige. Und dann trifft er auch noch den Pfosten. Also Präzision vom Feinsten hier von Gareth Bale. Der Waliser scheint angekommen zu sein. Bei Neymar müssen wir noch gucken. Aber ich denke mal, das werden wir auch hinbekommen. Der Waliser ist aber auf jeden Fall angekommen. 2:0 Doppelpack für Gareth Bale. So, Areola spielt jetzt mal als Torwart mit. Holt so viel Zeit raus wie möglich. Pastore mit dem Ball für Gareth Bale. Jetzt ist die Frage, kann der Hattrick perfekt gemacht werden? Gareth Bale, und da ist Streich Nummer 3. Richtig genial gemacht und da klatscht er sich natürlich ab mit Lacazette. Der ist, denke ich mal, auch so ein bisschen traurig. Ne? Da hätte er den Ball vielleicht auch erwartet für sich, dass er bei quergelegt wird, aber auf jeden Fall Bale hier mit dem Ego, was natürlich auch dazu gehört, also so ein etwas gesunder Egoismus gehört natürlich auch dazu, jetzt nicht auf Ronaldo-Art und Weise, aber schon so, man vielleicht solche Aktionen alleine zu machen, das gehört dazu und Bale schnürt den Hattrick, sehr schön. Aufpassen, da steht niemand. Ich weiß nicht, was Areola da macht und ich weiß auch nicht, was meine Innenverteidiger da machen. Eder, der Portugiese auf jeden Fall mit dem 3:1 mit dem Ehrentor, würde ich mal sagen. Für Lille. Was macht bitte Areola da? Das ist irgendwie, glaube ich, alles andere als gut verständigt worden von den Innenverteidigern und vom Torwart. Denn irgendwie keiner geht zum Ball. Areola geht ein bisschen raus, aber irgendwie auch nicht richtig. Und die Innenverteidiger kommen nicht in den Zweikampf rein. Und dementsprechend das 3:1 durch Eder. Da ist wieder Buffal und da ist Matuidi. Und unten ist der Platz für Zlatan Ibrahimovic. Und der legt den quer für Bale. Was teamdienlich gedacht ist, aber irgendwie am Ende dann nicht funktioniert. Am Ende bleibt es beim 3:1-Sieg für unsere Mannschaft. Paris Saint-Germain gegen Lille endet dann am Ende mit 3:1 durch einen Hattrick von Gareth Bale. Auf der anderen Seite Eder, der erfolgreiche Torschütze. Da klatscht auch mal Ibrahimovic für so eine sehr starke Leistung vom Teamkollegen und natürlich auch die Fans, die hier komplett in Furore geraten sind. Gareth Bale hat sich auf jeden Fall als absolut genialer Neuzugang entpuppt. 3 Schüsse, 3 Tore, kriegt den Ball vom Schiedsrichter als Man of the Match. Auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel von Waliser und generell die Mannschaftsleistung hat heute einfach gestimmt. Sehr starke Leistung. Wir gucken auf jeden Fall sehr weit nach vorne für das kommende Spiel in der Champions League gegen den gegen Reims. Nehmen wir dann auf jeden Fall nochmal die Simulation mit. Übrigens, Ibrahimovic, mittlerweile steht er für mich unter Lacazette, aber das könnt ihr mir mal auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Ibrahimovic unter Lacazette oder andersrum. Ich würde eher sagen momentan, dass Lacazette unter Ibrahimovic steht. Der könnte jetzt ja auch schon wieder 2 Tore gemacht haben gegen Reims. Also wenn der spielt, dann überzeugt er meistens mehr als Lacazette, der aber auch bisher eigentlich seine Momente hatte, wo er auf jeden Fall überzeugen konnte. Reims mit dem Ausgleich und Ibrahimovic ist draußen. Ja, Ibrahimovic ist doch nicht draußen. Bentaleb aber mit dem 2:1. Also der hat uns auf jeden Fall hier nochmal die 3 Punkte gerettet. Nach dem Spiel gegen Stade Reims. Ibrahimovic und Bentaleb für uns die Torschützen. In der nächsten Folge dann das Champions League Achtelfinal-Hinspiel in der Hauptstadt in Italien, in Rom. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, die heutige Folge des Paris Saint-Germain-Karrieremodus hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, haut mal auf jeden Fall auf den Like-Button drauf. 200 Likes wären auf jeden Fall mega nice und ich würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Bis dann, haut rein und ciao.